Willkommen zu Let's Play Cuphead! Ich quatsch jetzt schon im Intro dazwischen aus dem Grund, weil wir erstmal in den Hauptgame, beziehungsweise in den Hauptgame und in DLC parallel aufnehmen werden. Leute, es geht jetzt mit dem Hauptgame erst los. Den DLC habe ich schon extra, wir werden später noch die Musik des DLC hören. Weil es vergessen wird, jetzt der Intro los. Also das ist der Intro einmal, ne? Hier, der C. Wurde installiert. Guck mal. Wir fangen gleich mit. Dini. Kapitan, also Tassilo. Tassilo heißt auf Deutsch und auf Englisch heißt Kapet. Wie gesagt, wenn ich vergessen habe, ich den Original, der am Anfang da war, eingeladen. Es war einmal ein magischer Ort, die Tintenfassinsel genannt. Dort lebten zwei Brüder, Tassilo und Potkop. Sie führten ein sorgenfreies Leben unter der wachsamen Aufsicht des weisen Opa Kessel. Eines Tages reisten die beiden Jungen weit von zu Hause entfernt, um mehr zu lernen, trotz der vielen Warnungen von Opa Kessel in einem armen Viertel. Sie betraten das Teufelscasino. Darin hatten sie schon kurz darauf einen Glückssträhne am Würfeltisch. Mein lieber Scholli, rief da der schwierige Manager des Casinos. König Würfel, die beiden können einfach nicht verlieren. Netter Lauf, Jungs, lachte da ein Neuankömmling. Den Brüdern verschlug es den Atem. Es war der Casino-Besitzer, der Teufel höchstpersönlich. Beim Wiener-Einsatz erhöhen, schlug er mit einem breiten Grinsen vor. Wenn ihr noch einmal gewinnt, kriegt ihr die Bahn, grunzte der Teufel. Aber wenn ihr verliert, bekomme ich eure Seele. Einverstanden? Geblendet von der Aussicht von auf leicht verdientes Geld, nickte Tassilo und nahm sich die Würfel. Nein, Tassilo, nicht, schrie Potkop auf, weil er die Gefahr kannte, aber es war zu spät. Ein Zerpasch, lachte der Teufel stampfend auf. Ihr habt verloren, die Brüder zitterten vor Angst, als er sich über die Beute. Nun zu, eure Seele. Die Brüder flehten um ihr Leben. Es muss doch eine andere Möglichkeit geben, dich zu bezahlen, stammelte Potkop. Ja, bitte, Mister, fügte Tassilo hinzu. Möglicherweise, kicherte der Teufel und zog ein Blatt Papier hervor. Hier ist eine Liste meiner flüchtigen Schuldner. Besorgt mir ihre Seelen. Dann begnadige ich euch zwei Tässchen vielleicht. Macht euch auf die Socken, brüllte der Teufel und schmiss die Jungs raus. Er hat bis morgen um Mitternacht Zeit, die Seelen zu besorgen. Ansonsten hole ich mir eure. Tassilo und Potkop hatte schreckliche Angst und ran so schnell wie sie konnten davon. Komm schon, Potti, heuchte Tassilo. Mr. Opa Kespin, er wüsste, was der zu tun ist. Ich werde es ganz komisch schneiden, ne? Denn, wenn ich, glaube ich, jetzt das Haus verlasse, müsste eine Textstelle kommen. Mit so ein Text, was sagt ja, dass den Ziel gekauft, jetzt kann diese Insel bereisen. Sollte das der Fall sein, werde ich es dann einfach wegschneiden.
Da habt ihr Jungs euch ja einen schönen Schlamassel eingebrockt. Ich weiß, dass ihr keine Diener des Teufels werden wollt. Aber wenn ihr ablehnt, weiß nicht, was mit euch geschehen wird. Ihr müsst erstmal mitspielen, besorgt die Verträge und macht euch auf die echte Pritzerwald gefasst. Eure Schuldnerfreunde werden euch nicht gerade wohlgesonnen sein. Wahrscheinlich verwandeln sie sich sogar in schreckliche Bestien. Nehmt diesen Traum, damit ihr euch nicht erledigen. Er verleiht euch außergewöhnliche Zauberkräfte. Jetzt geht an meinen Schreibtisch und benutzt das mystische Tintenfass. Macht euch auf eine Rauferei gefasst. Einführung! Die Einführung: Duckeln, zum Duckeln gedrückt halten. A. Springen. Tippen für kurzen Sprung, gedrückt halten für hohen Sprung. Also. Hm? Kurzen Sprung. Auf den Boden oder in die Luft schnell ausweichen. Unten und A. Absteigen von bestimmten Plattformen herunterfallen lassen. X. Schießen halt für schnell Feuer. RP stehen bleiben. Zum Stehen bleiben gedrückt halten. Achtfaches Ziehen. Schlag ab A. Schlag abwehren. In der Luft aufspringen drücken. Und die pinken Objekte zu annullieren. Oder mit ihnen zu interagieren. Dadurch erhöht sich auch dein Supermeter. Wiederbeleben. Du kannst mit einer guten Heimtum Parade auf den Geist einen Tod freund. Wir überleben, wenn du zwei Spieler mehr ist. Innengriff, ein Spezialangriff, der eine Supermeter-Karte erfordert. Münze. Sammle Münze, um Gegenstände im Shop zu kaufen. Mein Gott, möchte ich alle Rechnung zahlen. Das Spiel ist nicht leicht und ich weiß jetzt schon, ich werde sowas von bereuen. Das zu explain. Es wird so viel Schnittarbeit für mich kommen. Also die Drecksarbeit, aber ich bin würde ich jetzt noch für euch machen. Ich weiß, die Qualität ist nicht besser, aber Hauptsache wir können es genießen. Und das Dialog kam noch nicht. Gott sei Dank kam das Dialog noch nicht. Nein, Leute, ist jetzt in der Patsche, was? Ich war früher genauso, hab mir Ärger aufgeholt, bin gerannt, gesprungen, hab geballert. Aber inzwischen gehe ich lieber einfach nur ins Casino, ins Kino. Aber ich werde euch helfen. Und das hier, 3 Goldmünzen erhalten. Schwarzes Laden. Willkommen. Jäger XK Chaos of Orbit. Hohe Reichweite und wenig Schaden. Kein Ziel erforderlich. Herz, zu besser Trefferpunkt auf Kosten deiner Angriffskraft. Gibt's einen zusätzlichen Trefferpunkt. Kartätsche. X8-läufig. Kurze Reichweite und hoher Schaden, wenn du nah an deinem Ziel bleibst. Rauchbombe, unsichtbare Sprinten, du erleichterst beim Sprint keinen Schaden. Tolles Verteidigungsmanöver. Kreisel X Jumbo-Abpreller. Hohe Flächenwirkung, normaler Schaden, Rückwärtsziehung für maximal Reichweite. Ich nehme den Jäger. Lupfer, X-Vernichtung, mittlere Reichweite, guter Schaden und geringe Feuerrate. Okay, Schwarte. Um einen Kampf zu benutzen, muss man sie ausrüsten. Zählt auf euren Ausrüstungskarten nach ihr Penner. Werden auch noch beleidigt hier, ne? Waffe B, Jäger. Und wir gehen nun hier rein, die Wurzelmeute. Botanik. Übrigens, ihr sollt immer normal zocken, weil leicht Zeug bekommt die Seelenverträge nicht, die ihr braucht. Für den Teufel. So, jetzt ist schon anspricht. Oh no, das war schon nicht ganz gedacht.
Ich weiß schon. Was? Jetzt. Oh no. Der erste Troll nicht gerade gewonnen sein. Ja, das Spiel ist arg schwer halt. Das ist das Ding. Heute werden wir zwar. Ich bin gemein und schlank, Beta Karotti Power Gedank. Ja, das werdet ihr nicht mehr erstmal gesehen und versterben, ne? Der erste Treffer war aber auch schon dumm. Sag mal ganz ehrlich. What the? Der springt einfach nicht. Warum springt er nicht? Keine Perry geschafft. Gut. Wenigstens das. Und jetzt ist auch wieder die Sieg. Ich weiß, man kann nicht fast skippen, aber das machen wir. Die Skips machen wir später. Vielleicht werden ja auch von zwei Kindern aufgeladen, mal gucken. Boah, ich hab alle drei Leben noch. Gott sei Dank. Und das war jetzt so los. Wie keine Ahnung was. Siehste. Also so schwer ist der wirklich nicht, ne? Doch, Perry haben schon zweimal geschafft, ne? Ja. Ein gutes A-Minus. Why not, ne? Das war ziemlich gut. Diesen Boss habe ich auch sau drauf. Und unser ersten Gegenvertrag. Harrod, ich wäre ein Idiot, wenn ich meine Kohle zur Bank bringen würde. Wahrscheinlich treibt der Teufel auch dort sein Unwesen. Die bekommen mein Gold nie, wenn ich es überall gut verteile. Und sollte irgendjemand ein, zwei München binnen, schön für ihn. So sehe ich das, Harrod. Wir machen unser erstes One Gang Level, würde ich noch vorschlagen. Waldtollerei. Let's go. Ne. Hier nehme ich das, unsere zweite Waffe, den Jäger. Der visiert, wie ihr seht, alle Gegner an. Was gut ist. Wir wollen probieren, hier die Goldmünzen zu holen, ne? Das ist ja ganz logisch. So. Ich war ein Freund von so lost, Alter. Und wir sind einfach noch ein bisschen klüger. Oh nein. Falsche Waffe.
Du kannst dich nicht verstecken, die Leute ist voll erschrecken. Ja. Kann man halt nicht parren, weil es lieber ist, nicht parren, ne? Och, komm, Alter. Und das hätte ich jetzt übrigens auch parren können, ne? Aber Sommi habe ich nicht gesehen, ne? Ich glaube, es wird wieder nicht. Dann kann ich direkt auch aufgehen. Und da erfolgreich ausdauern ist parieren. Vollendet 20 Parade. Ist ja nicht so schwer wie das Tutorial, ne? Ist ja nicht so schwer. Oh Mann, bin ich lost, Alter! So lange Spaß nicht mal beim ersten Spielen. Doch, was? Aber beim ersten Spielen auf der Xbox. Nicht so lost war ich da. Och, komm, warum trifft er mich immer? Wenn's weitergeht, wird's das erste Fail-Schnitt jetzt schon. Und zwar erst geplant spätestens ab einem Boss von Level 1 noch, der sauhart ist. War das erst geplant. Jetzt pariert, endlich. Mal geschafft, die Parade. Der erste Versuch war wirklich der beste, ganz ehrlich. Und das ist immer so. Der erste Versuch ist der beste. Und dafür hast du Respekt einfach immer. Das ist vom ersten Level immer bei Kappe Respekt. Da denkst du, ja, ist doch ziemlich easy und dann klappt nichts mehr. Das ist doch immer so. Boah, ich bin fast runtergelaufen, ne? Ich brauche leider das Geld, ne? Ich brauche das. Ist so. Oh Gott, Alter. Was? Okay, das ist übrigens fast das Ende, ne? Der hat mich nicht berührt! Der hat mich nicht berührt! Ich hab ja vieles erlebt, aber sowas? Der hat mich nicht berührt, Alter. Jetzt hat er mich so abgelenkt, Alter. Denn eigentlich verliere ich immer hier ein Leben. Und als ob, ey. Das kann ich eigentlich jetzt ja schon nicht mehr schaffen. Ah! Drecksgame. Boah, Alter, ich hasse es, wenn man eigentlich voll gut im Game ist, aber in Let's Play ist man immer so scheiße. Glaubt es mir. Ja, ich hab das Level in 3 Versuchen oder so geschafft, weil ich auch schon ein bisschen Übung bei einem Freund hatte. Aber das? Nein. Nur sein Pilz hat mich berührt, Alter. Das ist nicht möglich. Warum wurde ich da verletzt, Alter? Ich habe jetzt schon gar keinen Bock mehr, Alter. Ich bereue es ja jetzt schon. Ich wurde einfach Unrecht getan. Nein, ich habe keinen Bock mehr. Tschö, ich beende und mach's neu. Ich überlege gerade wirklich, ob ich den Part beende. Ich war so gut, Alter. Ich schwöre um mein Leben, ey.
dass sie so gut drin war. Aber jetzt, privat, ne? Aber in Let's Play, im Let's Play scheiß wieder rein, ist immer so. Ey, glaubt es mir einfach. Es ist immer so beim Let's Play. Warum drehst du dich um, Alter? Rex Game. Mein Controller lernt gleich hier fliegen, glaube ich. Ich wollte dich parieren vielleicht. Ich sehr ehrlich mit Wölf, mein erstes Fälschchen schon. Wenn es so weitergeht, ne? Oh Mann. Und das ist noch das einfachste. Run and Gun Level. Und zu besten wieder Probleme. Das Problem ist, beim Part 1, ne, da ist man nicht mehr nervös. Und endlich habe ich es richtig geparried, wenn man es machen muss. Und jetzt werde ich hier getroffen. Ja, ich wusste es, ich wusste es. Ach man. Boah, ich wollte mit Parry, ne? Ich meine, diesen Angriff, ich meine, ich bin dann schon. Das wollte ich sogar machen, ne? Das bittere war, ihr hättet schon längst früher abgeschickt. Ein A-Rang, ja, okay. So. Ja, ich gebe mir jetzt die Pelze aus. Nö. Ich weiß schon genau, welche Waffe. Diese. Wir. Nee, nicht für den Lüpfer. Sondern für den Kreisel. Gibt es das? Was das? Ladung! XI, Flächensalbe. Für mehr Schadenangriff, gedrückt halten. Kein Schnellfeuer, da jetzt. Zählt. Mit XI. Goodbye. Gutes Stichwort, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Cuphead. Leider. Bis zum nächsten Mal, und tschüss, euer Spiky King. Well, Cuphead and his Pelmug man, they like to roll the dice. By chance they came upon a devil's game, and gosh, they paid the price. Paid the price. And now they're fighting for their life.